In dieser Episode von Gewinner in Schach geht es tatsächlich mal wieder um den geschlossenen Sizilianer, aber auch um die große Frage, wann tausche ich die Damen? Also das kommt ja häufig vor, dass man sich nicht ganz sicher ist. Ist es jetzt eine gute Chance, um die Damen zu tauschen oder nicht? Da kommt mal eine Gelegenheit, wo ich da ein bisschen näher drauf eingehe in dieser Partie. Damit viel Spaß. So, los geht's mit der Partie und... Wir haben E4, C5 auf dem Brett, was ganz Neues. Das war natürlich ironisch gemeint. Ja, okay, spielen wir wieder Springer C3. In dem letzten Video hatte ich hier Springer F3 und D4. Springer C6 und G3 natürlich. Also, sogenannte geschlossene Sizilianer hier auf dem Brett. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsöffnungen und auch extrem gut spielbar. Ich werde euch gleich zeigen, wie man diese Stellungen hier spielt. Mit diesen vier Bauern hier, so, diese Aufstellung. Okay, die sage ich immer gleich. Er spielt Springer F6. Das ist auch ein möglicher Zug, sehe ich aber eher selten. Die meisten Leute spielen sowas wie G6, okay. Er spielt jetzt E6, vielleicht spielt er sogar D5. Das könnte er ja machen. Er spielt Läufer 7, ja, das ist auch möglich. Und hier ist der richtige Aufbau, zuerst F4 zu spielen. Wenn der Läufer hier nach G6 gegangen wäre... Dann spielt man mit Läufer E3, Dame D2 ohne den Zug F4. Okay, er spielt diesen Zug. Ja, man könnte ja, denke ich, gleich E5 spielen. Muss man ein bisschen überlegen. Springer E8. Springer F3, D6. Könnte man einfach schlagen und rochieren. Ist eine Möglichkeit, aber ich denke, man kann auch einfach Springer F3 spielen. Dann gibt hier keine Eile. Normal die Figuren entwickeln. Und auf D5 spiele ich natürlich immer E5. Ziehe ich durch, genau. Der kommt. Springer E8 sogar. Okay, das heißt, der will ziemlich sicher den Zug F6 spielen. Gegen kann ich aber auch nichts machen, deshalb rochiere ich einfach. Es wird wahrscheinlich F6 kommen und dann werde ich wahrscheinlich nehmen. Man könnte auch überlegen, mit dieser Stellung könnte man, glaube ich, auch überlegen, den Bauern hier zu behalten auf E5. Dieser Springer auf E8 so schlecht steht. Und auf D7 hätte er den Bauern mit angegriffen. Hätte ich nehmen müssen wahrscheinlich. Aber hier auf E8 könnte ich diesen Bauern sogar behalten auf E5 und einfach stehen lassen. Spielt G6. Okay, das ist jetzt komisch. Das sollte, glaube ich, nicht der Plan sein, den man hier spielen sollte. Ja, hier kann ich zum Beispiel mal den Zug Springer E12 spielen. Das ist einfach ein relativ typischer Zug mit der Idee, dass man D4 als nächstes spielt. Genau, sein Plan ist klar, also er will jetzt hier mit dem Springer nach F5 gehen, deshalb sehr logischer Zug hier G4, um das aufzuhalten. Und wenn er jetzt H5 spielt, ist wichtig, ziehe ich nicht vorbei, schlage auch nicht raus, das wären hier, ich würde sagen, relativ typische Anfängerfehler, sondern hätte H3 gespielt. H5, H3, um das zu decken. Spielt er den Zug F6? Ja, gut, jetzt spielt er den quasi. Fast ein bisschen zu spät, denke ich. Und jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich könnte schlagen. Auf jeden Fall komplett möglich. Ich könnte aber auch stehen lassen. Das ist jetzt eine große Frage. Lasse ich hier stehen oder nicht? Sagen wir mal C3, schlägt, Bauer schlägt, D4. Sieht eigentlich richtig aus, stehen zu lassen. Wenn ich schlag, dann gebe ich ihm ein bisschen mehr Spiel. Vielleicht kann er auch E5 irgendwann spielen. Wenn ich stehen lasse, dann stehen seine Figuren irgendwie gefühlt alle falsch da. Also das ist so mein Punkt jetzt. Er schlägt, ich schlage. Der Springer hat kein Feld, der Läufer hat auch kein Feld. Kann natürlich so, dass sie damit C7 spielen, aber dann einfach D4. Deshalb habe ich übrigens auch C3 gespielt, um als nächstes D4 spielen zu können. Und dann mit dem Bauern zu schlagen und nicht mit dem Springer schlagen zu müssen. Und nachdem der Bauer geschlagen hat, überdecke ich diesen Bauern auf E5 nochmal. Und er spielt dann Zug B6. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Zug. Idee ist klar, will nach A6 gehen in der Stellung. Stört mich aber nicht weiter. Ich spiele trotzdem D4 und mache weiter mit meinem Plan. Und auf Läufer 6 spiele ich einfach Turm E1, gehe aus der Fesselung raus. Und das sollte absolut kein Problem sein. Genau, als nächstes, wenn er nicht rausschlägt hier auf E2, spiele ich auf jeden Fall Springer G3.
weiterer Plan oder Sinn übrigens von dem Zug G4 war es hier, dieses G3-Feld tatsächlich für meinen Springer aufzumachen. Also Springer G3, ich könnte auch schlagen immer, wenn ich will. Aber wahrscheinlich ja nicht. Okay, er spielt F5, interessant. Das ist tatsächlich, ja, das ist interessant. Hier könnte ich G5 spielen, aber dann ist sehr geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Ich könnte auch H3 spielen. Und dann so zurückschlagen. H3 schlägt, schlägt, H5. Schlägt, schlägt. Läufer H3. Sieht nicht schlecht aus. Ja, ich denke, ich spiele H3. Okay, ich gebe das H4-Feld her. Interessant. Interessanter Zug, wenn ich G5 spiele. Die Springer G3, H4, H5. Sehr geschlossen, die Stellung. Ja, gar keine einfache Entscheidung hier, was ich hier machen soll. H3, aber ich denke H3 ist der korrekte Zug, obwohl es dieses H4-Feld und so gibt. Hergibt. Ich denke, es sollte der korrekte Zug sein in der Stellung. Ich denke auch, ich stehe klar besser hier, aber F5 war ein guter Zug auf jeden Fall. Den habe ich etwas unterschätzt. Okay, als nächstes jetzt meine Idee, Springer G3. Er könnte hier Läufer H4 spielen. Okay, macht er nicht. Mit denen. Ja, ich denke Springer G3. Ah, okay, ich verstehe. Ja, er hat eventuell eine Drohung in der Stellung. Wenn ich Springer G3 spiele, dann könnte er schlagen und Springer B4 spielen. Das ist unangenehm. Ziemlich unangenehm. Okay, da muss ich mir vielleicht was einfallen lassen. Ich könnte Läufer E3 spielen. Ja, warum nicht? Ich spiele mal Läufer E3, entwickelt einfach noch die letzte Figur. Überdeckt nochmal dieses Feld etwas und könnte vielleicht auch irgendwann A3 spielen, um dieses Springer B4 komplett aus der Stellung zu nehmen. Wobei, könnte auch diesen Plan spielen, fällt mir jetzt gerade auf. Und gar nicht so klar, die Stellung. Gar nicht so klar. Ja, echt sehr unklar. Okay, sehr, sehr unklar. Also Läufer F2 kommt als nächstes. Und dann, wahrscheinlich sowas wie Springer G3. Aber sehr unklare Stellung. Aber genau das ist das, was man haben will. Schlossansätze, ja, ne? Man will solche Stellungen haben, die nicht so klar sind, aber wo man auf jeden Fall sehr gute Gewinnchancen hat. Schlägt tatsächlich raus. Interessante Entscheidung. Dame schlägt, ist klar. Ich glaube, Turm schlägt macht einfach keinen Sinn. Die Türme wollen eigentlich immer verbunden sein. Okay, er könnte schlagen. Und dann ist schon wieder die Frage, nehme ich mit dem Bauern oder nehme ich mit dem Springer? Weil wenn ich mit dem Bauern nehme, hat er eventuell wieder Springer B4. Okay, er macht es. Okay. Ich sollte wahrscheinlich, ich muss eigentlich fast mit dem Bauern nehmen. Okay, ich könnte auch mit dem Springer nehmen. Interessant. Ja, wahrscheinlich eher mit dem Springer. Wenn ich mit dem Bauern schlage, Springer B4 ist einfach ein bisschen zu nervig jetzt gewesen. Genau, und hier muss ich eben mit dem Bauern schlagen. Wenn ich mit dem Läufer geschlagen hätte, hätte er hier schlagen können. Bauer schlägt und Turm schlägt F4. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Also das hatte ich jetzt gerade versucht kurz einzuschätzen, aber ich jetzt Turm C1 spiele, also ich wie sagt man? Okay, der hilft mir eigentlich nur, der Zug. Kann ich hier hingehen? Ah, will Läufer G3 spielen.
Dann ist er doch recht. Ah ne, Läufer G3 macht keinen Sinn. Genau, jetzt kann ich einfach hier hingehen. Läufer G3 habe ich G5 und so ein Läufer ist gefangen. Ja, oftmals kommt es vor, dass man jetzt hier so ein bisschen Druck hat. Und jetzt verlagert man das Spiel aber auf den anderen Flügel, also jetzt hier. Jetzt will ich quasi zwei Fronten aufmachen, auch Prinzip der zwei Schwächen. So in der Art. Hier hat er so eine Schwäche, weil im Prinzip sein Springer sehr schwach ist. Und hier versuche ich jetzt eine zweite zu kreieren, indem ich eventuell die Linie erober, was schon als Schwäche gilt. Oder eine Bauernschwäche irgendwie bekommen. Okay, dieser Läufer hier. Kann ich hier G5 spielen und den fangen, ist die Frage. Das Dumme ist, wenn ich G5 spiele, dann habe ich keinen Weg, diesen Läufer anzugreifen. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich nicht fangen können. Ist aber nicht schlimm. Ich spiele einfach sowas wie Läufer F1, ein sehr logischer Zug. Der Läufer hatte hier jetzt nichts mehr zu suchen. Deshalb gehe ich lieber auf die Diagonale bereit. Das ist wie Dame B5 vor. Oder eventuell Dame A6. Hier schlägt. Dame A4 vielleicht. Ne, der. Okay, hier gibt es einen kleinen taktischen Trick und zwar Dame B5. Wenn er schlägt, dann kann ich ihn mit Zwischenschach schlagen. Das heißt, er muss sowas wie Dame B7 spielen. Dann könnte ich, wenn ich will, Dame A6 spielen. Frage ist, was dieses Endspiel ist. Zu gewinnen oder nicht? Endspiel ist sehr interessant. Ich glaube, Dame B5 macht auf jeden Fall erstmal am meisten Sinn. Dame B7. Interessantes Endspiel. Ich bin mir in dem Fall nicht ganz sicher. Dame B7, Dame A6. Schlägt. Schlägt, schlägt, schlägt. Okay, ich könnte auch den spielen, aber ich sehe nicht ganz den Sinn dahinter. Aber ich glaube, dieses Endspiel ist nicht gewonnen. Also einfach nicht zu gewinnen, weil ich habe zwar das Läuferpaar und so weiter, aber er steht einfach zu solide da. Also ich sehe nicht, wo ich da dann durchbreche. Wo ich da durchbrechen kann. Vielleicht. Wie macht man das? Vielleicht sollte ich einfach schlagen und Läufer D3 spielen. Ja. Okay, ich schlag mal. Läufer D3 mit der Idee, ich nehme ihm einfach alle Einbruchsfelder hier weg. Alle Einbruchsfelder hier weggenommen, beziehungsweise das hier sind die wichtigsten. Und sag, seine Dame macht hier nichts. Okay, genau der. Jetzt wollte ich sowas wie Dame A4 spielen, greift den ein bisschen an, provoziert eine Schwäche mit A5, Dame C7 ist, glaube ich, der beste Zug. Ich könnte schlagen. Ich habe auch die Option Läufer D2. Auch interessant, Läufer D2, Läufer B4 eventuell. Ich könnte B4, B5 spielen.
Ja, nee, B4 gibt dieses Feld. Ja, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Könnte den König auch einfach ein bisschen aktivieren mit König G2. Dieser Läufer macht nichts. Ich muss den irgendwie ins Spiel bekommen. Läufer D2, Läufer B4. Sieht eigentlich nach einer einladenden Idee aus. Okay, er schlägt. Spielt tatsächlich das. Okay, das sollte eigentlich falsch sein. Also ich könnte hier erstmal schlagen, dann schlägt er wahrscheinlich hier. Ich könnte auch hier schlagen. Schlägt er wahrscheinlich so. Und dann Läufer G6. Oder gleich Läufer G6, dann kommt der. König G3. Springer 5. Das sollte eigentlich falsch sein. Auch wieder nicht simpel zu bestrafen, auf jeden Fall. Soll, weiß, soll ich auf G6 schlagen oder auf H5? Wenn ich auf G6 schlage, er schlägt hier. König G3. Springer 5. Schlägt, schlägt, Dame 8. Okay, ich schlag mal hier. Ja, jetzt könnte ich F5 probieren. Oder dann Verläufer G6. Das ist ein relativ simpler Zug in der Stellung. Genau, der jetzt König H3, das steht da, glaube ich, ein bisschen sicherer. Und ich habe prinzipiell F5 als Idee in der Stellung. Früher oder später. Wenn er mit dem Bauern schlägt, Läufer 6. Er spielt den. Könnte Dame B5 spielen. Jetzt mache ich F5 auch noch ein bisschen stärker. Wenn er dann schlägt, kann ich auf D5 schlagen. Auch Läufer F2, aber ich muss immer. Diese Einbruchsfelder eigentlich unter Kontrolle halten. Ah, ich glaube, wir spielen 10 plus 0. Oh, dann ist es relativ wenig Zeit, das wird auffallen. Gut, dann muss ich etwas schneller spielen. Ja, das ist blöd. Irgendwie habe ich. Warum habe ich 10 plus 0 eingestellt? Okay. Die Stellung ist komplett gewonnen. Ist, glaube ich, auch instruktiv, wie ich es gemacht habe, aber die Zeit ist ein bisschen knapp. Dame C2, Läufer 6 und schlägt D5 auch Läufer 6, ist meine Idee. Schlägt F5, vielleicht sogar eher hier schlagen. Ja, hier schlagen. Jetzt drohe ich hier matt. Genau, der jetzt Läufer 6. Und jetzt haben wir auch schon wieder gleich viel Zeit. E6.
Alles gefesselt hier von ihm. Jetzt durch hier reinzuschlagen. Okay, Schach. Ich kann einfach schlagen und hier schlagen. Okay. Okay, wurde am Ende ein bisschen knapp mit der Zeit, aber ich habe es auch über die Bühne gebracht. Ich denke, das war eine sehr instruktive Partie, wie man so ein bisschen da vielleicht vorgehen sollte in diesen Artstellungen. Ich analysiere sie auf jeden Fall noch. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's mit der Analyse. Schauen wir mal, was die Engine dazu zu sagen hat. Okay, soweit, so gut. Also hier, was ich noch meinte, ist, wenn er jetzt hier G6 spielt und Läufer G7, dann spiele ich ganz gerne Läufer E3. Und dann mit Läufer A6 und H4. Gab es auch schon etliche Partien in dieser Serie. Genau, und in diesem Aufbau spiele ich eben mit F4 und dann E5. Also das ist alles soweit normal, Rochade. G6 etwas komisch, aber laut Engine auch gut spielbar. Meistens spielen die meisten Leute hier F6. Genau, das ist so ein typischer Plan. Springer E2 und G4 hat auch alles gepasst. C3 ist auch ein guter Zug. Man hätte auch schlagen können und dann C3. War ich mir nicht ganz sicher, aber diese Stellung scheint auch gut spielbar zu sein. Okay, Läufer A6, Turm E1, F5. Ja, F5 war ein sehr starker Zug von ihm. Muss man so sagen, den habe ich unterschätzt. Deshalb hätte ich hier auch gleich schlagen sollen, okay. Und dann Turm E1. Und dann umgehe ich einfach diesen F5-Zug, weil der sehr stark war. Ja, F5 und dann stehe ich da tatsächlich gar nicht mehr so gut. Okay, hier hätte ich tatsächlich mit dem Bauern schlagen sollen. Springer B4 ist nichts nach Turm C1. Okay. Bisschen zu viel Angst gehabt, aber auch nichts Schlimmes. Und hier hätte er das tatsächlich mal ausnutzen können, wenn er hier schlägt. Hier schlägt und dann Läufer G3. Und das ist jetzt irgendwie extrem schlecht. Dame F3 und dann Dame A4. Das ist anscheinend bei irgendwie. Ah, okay. Dann kommt hier noch was. Ja. Das ist dann extrem schlecht. Er hat aber nicht gesehen. Ich hab's auch überhaupt nicht gesehen. Läufer F1 und hier ist ein bisschen die Frage: Spielt mir Dame A6? Nein, man spielt es tatsächlich nicht. Okay, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Also dieses Endspiel hier, das meinte ich, das ist tatsächlich gar nichts. Also es ist einfach 0-0, weil man hat zwar das Läuferpaar, würde man denken, man steht jetzt hier klar besser, aber tatsächlich sind diese Bauern hier alle so blockiert, dass man irgendwie gar nicht vorankommt. Deshalb halte ich die Damen lieber auf dem Brett. Ich denke, sein König ist vielleicht auch etwas schwächer als meiner. Ja, und verbessern einfach ein bisschen die Figuren. Ja, und H5 war jetzt großer Fehler. Schlagen wir ungenau. Okay, Dame D1. Wäre hier das Beste. Das ist natürlich ein sehr starker Zug. Nach König F7, was sagt sie da? Dame B1. Ja, das ist überzeugend. Habe ich aber nicht ganz gefunden. Okay, und dann hier das Schlagen. Läufer G6, König H3. Dame B5, ja, und F5 war dann nochmal ein sehr guter Zug. Das hat dann quasi, ja, Laden ausgemacht. Hier sitzt zwar nochmal Remis, aber das war jetzt dann irgend so eine Zeitnotschlacht. Okay, ich denke, es war sehr instruktiv für die Partie, wie man auch in so komplizierten Stellungen vorgehen soll. Und auch hier mit dieser großen Frage, soll ich die Dame hier tauschen oder nicht? Dame A6 oder nicht? Vielleicht hier als wichtige Merkung, welcher König steht sicher? Ich denke, meiner steht sicher, weil er hat kein Einbruchsfeld. Seiner steht ein bisschen anfällig. Die Dame steht schon da, der Läufer steht da. Ja, deshalb ist so vielleicht ein bisschen die Frage, was man mitnehmen kann. Wann tauscht man die Damen? Das wäre vielleicht das Wichtigste. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Like da. Das würde uns sehr unterstützen. Und damit bis zum nächsten Mal.